Hallo, ich bin Kelly, aka Mrs. Vlog, und herzlich willkommen zu Kelly kommentiert Kommentare. Diesmal bin ich wieder alleine in diesem Kasten. Aber wir haben trotzdem Spaß, deswegen legen wir sofort los. Wir wollen keine Zeit verplempern wie sonst immer. 6-Minuten-Videos fast jedes Mal. Irgendwann geht das einfach nicht mehr. YouTube. Teufelsvibe 85 versteht nicht, warum sie sich ein Video anschauen soll über Dinge, die jeder kennt, denn sie kennt diese Dinge ja schon. Stimmt, du hast recht, ich sollte dieses Video vielleicht einfach umbenennen, zum Beispiel in New Album Beyoncé 2013, out now, download for free. Dann kannst du dich eigentlich nicht mehr beschweren. Sunshine TV oder Sanshi TV? Schäm dich, Kelly, nach 2 Minuten schon eine sexuelle Anspielung. Es tut mir leid, es ist wegen den Kommentaren, die ich jeden Tag lesen muss. Wenn jedes zweite Kommentar Titten ist, dann beeinflusst es einen schon irgendwie. Manchmal stehe ich selbst vorm Spiegel und denke mir, Titten. Ha! Der einzige Unterschied zwischen mir und euch ist, dass ich sie anfassen kann. Tja. Okay, nicht gleich zu Anfang. Einen Schritt zurückfahren, Kelly. Einen Schritt zurück. Celine will, dass ich was singe. Ernsthaft. Okay, okay. Was sagt ihr? Ist es Weihnachten? Stimmt. Kelly kommentiert Kommentare Weihnachtsedition und läuft. Kelly kommentiert Kommentare an Weihnachten. Ho, 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 ho. Wo ist nur der Weihnachtsmann? Kann es sein, dass er keinen Schlitten mehr fahren kann? Hat er sich vielleicht verletzt? Oder wird er von Zombies gehetzt? Der Weihnachtsmann holt sich einen runter, wenn er nur kann. Das würde jetzt plötzlich zu sexuell. Beschwert euch doch in den Kommentaren schnell. Was? 99 Silly Boy 99. Er fragt, ob ich mal twerken kann. Natürlich kann ich twerken. Aber nur zu Weihnachtsmusik. Und mit ein bisschen Nachhilfe, weil ich keinen Arsch hab. Meine Hose passt mir jetzt nicht mehr, aber... Das sieht schon besser aus, oder? Au, das war mein echter Arsch. Ich weiß nicht, ob ihr sowas sehen wolltet. Ich bezweifle es. KKC 1918 fragt mich, was der Sinn meiner Videos ist, weil ich bin total unsympathisch. Der Sinn meiner Videos ist Weltfrieden, weil ich muss es dir nicht erklären. Ich bin dir keine Erklärung schuldig. Du kannst gehen. Dennis fragt mich, ob ich Bushidos neues Lied gehört habe und was ich davon halte. Nein, ich habe es nicht gehört. Soll ich? Warum hat er denn Turban auf dem Kopf? Ich mag auch keine Tanktops. Ich finde seinen Bart nicht so schön. Manchmal denke ich, solche Lieder sind nur dazu gemacht, dass 14-Jährige sich denken, wow, er hat Nutte gesagt. Und Gangbang. Was ist das überhaupt? Ich hätte auch Angst, Berlin nachts. Ach so, das heißt, ich bin dann die Nutte, oder? Wieso beleidigt er mich? Twitter, okay, ich glaube, er singt wirklich über mich. Wieso will er Mütter bumsen? Wie oft will er noch Nutte sagen? Ach, das soll über K1 sein. Aber K1 ist doch ein Mann. Ja, okay. Das war mir ein Nutte zu viel. Tschüss. Tschüss, Bushido. Tschüss. Ja, nettes Liedchen, um damit mit dem Handy durch die Stadt zu laufen und es jeden hören zu lassen. Nachts in Berlin. Maxi möchte, dass ich mir ein Bart à la Gronkh wachsen lasse. Schau uns an, wir könnten Geschwister sein. Das ist lustig, weil wir sind wirklich Geschwister.
Justine fragt, ob ich die Außenseiter mag. Nein, ich hasse die Außenseiter. Hast du was gegen die Außenseiter gesagt? Nein, habe ich nicht. Ich meine... Das war voll der authentische Tod. Ich weiß nicht, wie man diese Folge noch steigern kann, deswegen... Tschüss.